Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Obalmi, herzlich willkommen zurück bei Projekt Zombied und bei Cynthia. Ja, es hat wohl irgendwie ein kleines Update gegeben. Was da genau geupdatet wurde, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass er gedownloadet hat. Und ja, und dass ich jetzt hier eine Angelrute und ein Jagdmesser habe. Dass ich ja jetzt einfach mal mitnehme. Kackfrech. Ich weiß gar nicht, ob ich es brauche, aber mein Gott, ne? Braucht man in der Endzeit nicht alles? Guck mal, Bretter. Autoreifen, aber Bretter. Aber Bretter. Oh, Bretter. Voll die Bretter. Oh, noch mehr Bretter. Und ein Generator. Und Gummibänder. Und was ist denn? Sportshorts. Ja, da wollte ich ja schon lange mal. Guck mal, ein Hickingbag. Fassungsvermögen 20, Gewichtreduktion 70. Was hat denn unser denn? Unser, ne? Unsere Tasche, da. 1865, also der ist ganz klar besser, der Hickingbag. Was haben wir denn drin? Oh, oh. Ja, sicher. Warte mal, das können wir doch mal hier, lass uns doch mal hier eine Markierung vornehmen. Also die Waffe brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich mache mal jetzt hier, ich weiß gar nicht, kann man alles markieren? Ich mache mal hier mit Steuerung. Mit Großschreibtaste. So, und jetzt schiebe ich mal alles in dieses Hickingbag. Bin ich mal gespannt. Ja, das hat nicht so gut geklappt anscheinend. Das ist ja super. Da bin ich ja total glücklich. Ach komm, echt jetzt, Leute. Boah. Ah, meino. Okay, dann machen wir gleich nochmal genau dasselbe und das, was wir nicht haben wollen, schmeißen wir wieder raus. Ich glaube, das ist das Einfachste, oder? Ja, Mia, selbst der Tiki-Back kannst du behalten. Hier, lege, ausziehen, ablegen. Genau. So. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Tiki-Back hier. Zack. Hickingbag. Duffelbag können wir fallen lassen. Und Hickingbag bitte auf dem Rücken tragen. Dankeschön. So, und jetzt, guck mal, jetzt hätte ich jetzt, ach ja, ich bin ja so schlau. Bin so schlau wie 10 Doofe. Ich sage es ja immer wieder, aber was soll's. So, jetzt machen wir es so. Und jetzt kommt alles da wieder rein. Ich hoffe, das funktioniert dieses Mal. Dass er auch wirklich alles mitnimmt. Na? Ja, sieht ganz gut aus, oder? Ja, und jetzt gucken wir hier nochmal rein. So, also ich will die Munition nicht hier, bitteschön. Ich war noch nie ein Freund von großen Waffen in der Endzeit. Jedenfalls nicht in dem Spiel. Gummibänder hier, die sind mir viel zu schwer. Die brauche ich auch nicht. Stofffetzen 14, im Buch, da lasse ich jetzt auch mal hier, mein Gott. Wir kommen da sowieso nicht zum Lesen, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und die Pistole brauchen wir nicht und die Schere brauchen wir nicht. Macht ihr das nacheinander jetzt? Boah, der ist ja super. Der hat ja voll drauf. Ja, guck mal, das ist ja super. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, jetzt weiß ich noch nicht. Ja. Wie es hier weitergeht. Also C war Hocke. Ich habe 3 Tage nicht gespielt. Ja, ja. Da muss ich den Opa wieder von vorn anlernen. Oh, wir haben Mittag. Oh. Komm her. Ja, ja, komm her. Da geht es direkt ab. So. Na, dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe. Isolierung, Tanktop, Sneakers, das ist alles Müll, was du da hast. Dober Zombie. Achso, mal aufscrollen, ne? Dann sehen wir gleich was. So, ach, da sind wir ja rausgekommen, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt macht das Ganze wieder Sinn. Ja, also das nächste, wenn ich diesen Charakter hier verliere, dann werde ich auf keine spielen. Keine, wisst ihr ja, sind ganz wenig Zombies. Ganz einfach nur, um, ja, nicht ganz die Spannung rauszunehmen, aber vor allen Dingen auch, um mich einfach mal ein bisschen umzuschauen. Einfach mal ein bisschen geografische Kenntnisse. Ich werde auch hier die Stadt West Point oder wo wir hier sind, werde ich beibehalten. Und dann einfach nur um... ja, da muss ich nicht hin. Was soll ich da? Da ist ja nichts.
Einfach nur, um mal ein bisschen geografische Kenntnisse zu kriegen und zu sehen, wo die Stadt ist und wo, von wo aus man so ein paar markante Punkte hat, wo man sich orientieren kann. Wenn das zu langweilig ist, da tut mir echt leid. Da muss ein paar Folgen aussetzen, dann wird es auch wieder anders. Aber ich muss das, weil ich will nicht immer nur so wie jetzt hier so rumrennen und dann. Ich will das Spiel ja auch weiterspielen, ne? Und das bedeutet. Das bedeutet, dass ich auf jeden Fall irgendwo eine Basis. Schade, mit einem roten Stift hätte ich mitgenommen. Ich habe einen Schluck auf. Huch. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, ob der Kofferraum zu war. Machen wir mal eh. Ja, der ist zu. Natürlich ist er zu. Dann gehen wir noch mal rein hier. Sieht mir das nach, aber ich meine, ich will das Spiel ja auch, ne? Ich will ja nicht nur doof rumrennen. Da. So, jetzt ist der Kofferraum auf. Ich will ja auch ein bisschen, wenn. Kannst du mal aufhören, ein- und auszusteigen? Durchs Battle? Als ob das keinen Krach machen würde. Ehrlich, ey. Ja, und jetzt? Schuhe. Ja, guck mal hier. Ja, die sind. Naja, oh, guck mal, die haben jetzt Isolierung, Windresistenz und so ein Zeug. Die sind deutlich besser als die wir haben. Dann tauschen wir da mal. Und die Sneakers hier, die schmeißen wir da hier mal rein. Zack. Weg damit. So. Ja, also wie gesagt, das ist ja. Ihr seht das sicher ein, ne? Das ist ja auch das Spiel, das Ziel, dass man dieses Spiel auch mal wirklich vernünftig spielen kann. Aber Autobatterie-Wagenheber, auch nicht gut, auch nicht schlecht. Ja, was soll ich denn sagen? Wir leben ja schon ein paar Tage und sind irgendwie weniger Zombies. Ah ja, nee, doch nicht. Guck mal da. Nee, sind doch nicht weniger Zombies. Ich wollte gerade sagen, sind ja weniger Zombies hier, aber nee. Sind ja doch nicht weniger Zombies. Sind nur besser verteilt. Warum mache ich so eine Musik? So eine Musik macht mich direkt ganz durcheinander. Na, da kann ich nicht durchgucken, da ist das Haus. Ich sollte schleichen. Ach, ich sollte doch nicht schleichen. Komm her. Ja, komm her. Ja, nimm den. Und den auch noch, und den auch noch, und den auch noch, und den. Und du nimmst noch den. Jawohl. Das war cool, oder? Komm. Für einen, der sie nicht alle gerade hat, war das eine coole Sache. Wie sehen wir eigentlich aus? Verdreckte Bandage. Da frage ich mich, kann ich hier stehen bleiben? Und mal eben die Bandage wechseln. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. Machen wir das dann mal eben. Nein, die hier. Entfernen. Das merken die doch gar nicht, wenn ihr plötzlich so eine blutige. Ah, guck mal. Geheilt. Wir sind gut dabei. Ich könnte ja jetzt wieder singen, aber ich tue nicht. Oh, da ist schon wieder einer. Und noch einer. Ah, ja. Gerade noch gelobt. Ich muss kämpfen, ich muss hier kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Na komm schon. Du willst doch auch. Also wenn wir hier langfristig überleben wollen, langfristig meine ich, dann muss ich kämpfen lernen. Da geht nichts, da geht kein Weg dran vorbei. So, können wir schon mal hier gucken, während wir den einen zertreten. Mein Gott, der ist aber hartnäckig, ne? Ja. Guck mal hier, Isolierung, Zustand, blutig, alles Müll. So. Und wir sind natürlich, wir bluten schon wieder. Natürlich. Natürlich, gerade den einen Kratzer weg. Na, schon gibt es einen neuen, ist doch normal. So. Guck mal, was wir hier, aber das waren wir zum Glück nicht. Dieses Bluten. So. Ja, sind hier aber Ärztin, ne? Ich erinnere mich. Was ist denn hier drin? Waren wir hier schon drin? Die Türen sind auf.
Wir gucken mal. Nee. Ah. Guck mal da, hast du gesehen? Da kommen sie aus dem Bad geschlichen. Ja. Nö, da wollte ich eh nicht rein. Nee. Da wollte ich nicht rein. Ach, guck mal, da ist schon wieder einer. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass... Wie kannst du mich denn sehen, hören oder sonst was? Kann doch nicht sein, echt nicht. Auch die schon. Die haben wir schon gekillt. Blutig bisschen. Na, das, die Zombie-Sachen kannst du eigentlich einfach vergessen. Und? Na, leichte Wunde ist nicht so schlimm. Wie sieht es hier drin aus? Mach mal zu. Ich muss ein bisschen auch weiter ausräumen, man weiß ja nie, plötzlich, ne? Plötzlich steht hier einer um die Ecke. Ah, die Tür ist auf. Okay. Die Tür ist auch auf. Jetzt. Was haben wir denn hier? Ein Gürtel. Eine Hose. Ein T-Shirt. Also ich tausche mal die Sachen aus, die wir hier haben. Ganz einfach, weil die sind nicht schlechter. Was? Nee, da verlieren wir. Nee, dann das wollen wir nicht. Das können sie aber eigentlich auch direkt anzeigen lassen hier, ne? Dass man da nicht erst, wenn man so macht, dass man da verliert. Sondern das könnte eigentlich direkt so dran stehen. Naja, mein Gott. So, fallen lassen. Ich weiß, die kann man sauber machen. Aber ich habe 14 Stück. Also von daher. Nein! Machst du wohl wieder zu? Du weißt ja wohl nicht alle hier, du würdest sie vorhin gezogen machen. Ja, tut mir leid, war meine Schuld. Hätte ich auch sagen können, ne? Was der Plan ist. Okay. So. Mal gucken, was wir hier noch haben. Aber ich meine, Essen hatten wir, glaube ich, jede Menge, ne? Dose mit Sardinen. Ich muss mal eben gucken hier. Ich glaube, Essen hatten wir. Brot, Lauch, Pizza, Radieschen, Chips, geschmolzenes Eis. Das können wir mal fallen lassen. Braucht man nicht. Schachtel, Stofffetzen. Naja, so viel Essen haben wir dann doch nicht. Ach, dann nehmen wir mal hier, gucken wir mal. Wir gucken mal, was wir hier noch Leckeres haben. Feuerzeug, wir haben Streichhölzer, das reicht. Wir leben eh nicht so lange. Pfanne. Hier, was macht denn unser Kühlschrank? Ja, zeig mal hier. Ungekocht Mais. Naja. Kühlkissen, auch lecker. Ach komm, wir greifen hier zu den. Zu den Sardinen. Öffnen. Öffne Dose mit Sardinen. Genau. Da müsste sie doch hier irgendwo sein. So, Essen. Alles. Bitteschön. Dankeschön. Sardinen sind doch immer lecker. Geschmolzenes Eis. Das solltest du doch fallen lassen. Wieso machst du denn nicht? Das will doch keiner. Die Dose leer. Braucht auch keiner. So, wir haben schon wieder 17 Uhr. Ist ja jetzt kein so ein Riesenhaus, ne? Und man sagt, oh, da können wir dann auch eine Erkundungstour machen. Können wir eigentlich abhauen. 17 Uhr können wir nochmal abhauen. Finden wir bestimmt noch was anderes. Hoffe ich. Vielleicht finden wir auch nur den Tod. Wer weiß das schon so genau. Bei dem Spiel weiß man das nie so genau. Wie oft habe ich hier schon gedacht, ach ja, alles cool. Bist gesund, bist fit. Was denn jetzt? Was denn das? Schläfrig hier. Jetzt fängst du mir mit sowas an. Hüpfen wir über den Zaun. Und das kann schon der Tod bedeuten. Wie wir ja in der letzten Folge gesehen haben. Wo man dann plötzlich ganz schnell einen Zombie auf den Kopf springt. Der dann sagt, hey, schön dich zu sehen. Oh Mann, ey. Hier unten, was ist mit dem? Der sitzt noch. Da ist ein Haus, aber da ist... Eigentlich ist ja nicht viel, wenn ich jetzt mal so genau gucke. Was ist denn hier noch? Da sind noch Häuser. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal da runter. Können ja das Auto nehmen, da hinfahren.
auch so eine Sache, ne? Das muss man alles üben. Das kann man am besten. Ich weiß nicht, ich habe Seven Days to Die ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspiele, muss ich ja sagen. Und ich spiele das ja auch auf meine ganz eigene Art mittlerweile, weil ich einfach über 700 Spielstunden drauf habe. Und ja, das so gespielt habe wie alle. Erst konnte ich es gar nicht, dann konnte ich es ganz gut, dann habe ich gecraftet, dann habe ich mir ein Haus gebaut und eine Burg und eine Festung und ach, all so ein Zeug halt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, also jetzt tust du so, als wärst du wirklich ein Überlebender und du baust gar nichts. Du musst einfach gucken, dass du mit dem, was du hast, klarkommst. Ja, was ist denn hier los? Hier war doch noch einer. Und dann hast du natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu dem Spiel, ne? Aber deswegen, man muss es einfach erstmal lernen, ne? Guck mal, da ist noch einer. Ja, da fliegt dir die Mütze weg, wa, mein Freund. Ey, das war aber ein Leck. Das war ich nicht. Ich habe mich daneben gehauen. Das war ganz klar ein Leck. Oh, die sind tot. Blutig, ja. Schuhe, Socken, alles blutig, alles super. Und genauso ist das hier halt auch. Ich muss halt erstmal ein bisschen lernen. Und dann kann man auch hinterher mit einem ganz anderen Schwierigkeitsgrad herangehen. Und zur Not, das ist ja hinten offen. Da war ich bestimmt, ne? Ich war bestimmt da drin schon und hab da leer gemacht. Da war ja eine gute Idee, hier nochmal hinzugehen. Ja, und genauso hast du dann hinterher auch an so ein Spiel einen ganz anderen Anspruch. Aber erstmal musst du dich zurechtfinden. Ich meine, das kann dir bei 7 Days nicht passieren, weil das ist ja immer eine zufallsgenerierte Karte. Da gibt es nichts mit zurechtfinden, ne? Aber da hast du dann auch während des Spiels halt eine vernünftige Map, wo du gucken kannst, wo du bist und wo du warst und was du gemacht hast, ne? Und das hast du hier halt nicht. Hier musst du dich echt orientieren. Ich meine, hier ist die Karte immer gleich. Und da musst du dich halt orientieren. Oh Mann, hier war ich doch vorhin erst. Was ist denn hier? Was ist denn hier unten unter mir? Was ist denn hier? Sieht doch auch nett aus, wenn man da hinkommt ohne Zombies. Guck mal, hier ist ja schon irgendwas, hier ist ja schon Innenstadtbereich, würde ich mal sagen. Hier mit den ganzen Parkplätzen und allem. Das sieht mir doch. Was war das? Hier hat irgendwas geknallt. Ach, ich wollte mal einen Ofen anlassen, ne? Nur mal zu gucken. Das ist die Musik, die immer Peng macht. Oh, komm echt jetzt. Was macht ihr denn hier, ey? Also wirklich, Leute. Ja, hier muss ich nicht hin. Hier muss ich nicht hin. Auf gar keinen Fall muss ich hier hin. Das ist eine Gegend, da muss ich überhaupt nicht hin. Was haben wir hier noch? Ja, gehen wir mal hier weiter. Hier sieht doch noch ganz gut aus. Da stehen drei. Naja, ihr habt ja gesehen. Also zwei. Ne, mittlerweile zwei. Guck mal, nicht weiter. Aber hier Holzklopfen. Klopft mal einer um Holz für mich. Ne, wir sind nicht. Oh. Was denn das? Was sehe ich denn hier? Will ich hier rein? Da scheint ja gar nichts drin zu sein, was wirklich interessant ist. Da scheint auch nichts Interessantes drin zu sein. Gut, da steht einer. Dann gehen wir hier weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Aber interessant, naja, interessant ist anders, würde ich sagen. Das sieht aus wie leer. Achso, ich muss hier den im Auge behalten. Wenn der kommt, der Bursch. Hier stand da noch einer. Wo ist denn der jetzt? Ach, komm, ey, hau da nicht einfach ab. Da dreht man sich einmal um, ist er weg. Das ist nicht okay. Das finde ich nicht gut von dir. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, ach, ey, ich würde so gerne. Boah, der kommt gleich bestimmt. Der ist gar nicht weit weg, garantiert. Der stand hier. Hier stand er. Ich würde gerne die Karte drehen. Verstehst du, was ich meine? Guck mal, da steht er. Ich würde gerne die Karte drehen können, dass ich so auf der anderen Seite bin vom Haus. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn da einer von euch weiß, ob das geht und wie. Oh, schreib's bitte in die Kommentare. Und das nicht nur, damit ich nicht nur, damit ich einen Kommentar habe, sondern nur, damit ich es weiß halt.
Bleib schön da. Und ihr? Eieieiei. Da will ich doch auch gar nicht hin. Das ist auch gar nicht meine Welt hier. Und dann sind wir schon wieder, wo wir waren. Ja. Ah. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Komm. Freunde der leichten Muse. Eieiei, das heißt, wir müssen sie wieder irgendwo abhängen. Hier sind auch schon wieder 1000. Kann ich da rein? Geh doch da rein! Nee, wohl nicht. Oh. Ja. Bleib ganz cool, Opa. Das wird schon. Das kriegst du hin. Oh, guck mal, da hat schon einer angefangen, alles zuzumachen. Geil. Komm, du musst hier rein. Hier musst du jetzt rein. Nee, hier musst du nicht rein. Ja, ich höre dich schon. Allein mir fehlt der Glaube, dass du mich meinst. Oh Mann, ey. Geh doch da hoch. Das ist nur einer? Okay. Ja, komm mal zu mir. Komm mal bei den Opa. Der ist schon mal tot. So. Das war doch recht elegant, sagte er und lief in ein Haus voller Zombies. Und jetzt? Ich darf nicht ganz so Fenster schließen. Vorhänge zumachen. Und hoffentlich höre hier, aber ach, da ist er, nein. Scroll weiter rein. Oh Mann, ey. Wow. Okay, desinfizieren. Bandagieren. Okay. Sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir mal eben gucken. 21 Uhr. Okay, hier ist nichts mehr. Von wo kam der? Von oben? Hier ist Badezimmer. Oh, mach mal zu. Mach zu. Ja, Hunger, müde. Wir müssen erst rauf. Wir müssen oben gucken, was los ist. Okay, hier ist ruhig. Hier ist Badezimmer, ist auch ruhig. Hier ist Kartonzimmer. Kümmern wir uns morgen drum. Schlafzimmer zumachen. Fenster zuziehen. So. Gucken, was haben wir hier? Im Schrank. Nochmal so eine kurzen Hosen. Nee. Oh, so ein Sweater, den können wir mal anziehen. Genau, unsere Socken können wir schon wieder replacen. Eine Hose. Ja, die macht auch. Ach Mann, ey. Ja, komm hier. Fallen lassen. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall. Was sagt ihr, unsere Wasserflasche? Okay. Wir müssen auf jeden Fall was essen. Wir essen mal da Brot. Oh, Pizza wäre auch lecker gewesen.
Und wir essen Pizza. Essen, Pizza, Pizza, essen. Ja, jetzt sind wir satt. Genau so. So, dann würde ich sagen, ja. Warum machen wir zu hier? Vorhänge zuziehen. Damit du schön deine Ruhe hast. So. Und dann können wir nur hoffen, dass hier keiner reinkommt, weil hier gibt es keinen Ausweg. Erste Hilfe brauchen wir nicht. Ja, dann schon ins Bettchen, würde ich sagen. Geht nicht? Na gut. Dann mache ich das gleich. Die Aufnahme müssen wir jetzt mal beenden. Ist eh schon 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei, wenn wir hier mit, wie hieß sie denn noch? Ja, Cynthia, unsere Ärztin Cynthia. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben uns ja ganz gut geschlagen bisher, denke ich mal. Was sagt denn eigentlich der Zustand unseres Knüppels? Nur mal so. Oh Mann, der ist schon bald durch. Gut, dass wir den Golfschläger noch haben. Können wir den reparieren mit irgendwann? Ne, wir haben nichts. Okay. Ihr Lieben, ich wünsche euch bis dann, euer Opa Emi. Tschüss.